Hier ist Immer wieder Sonntags mit Stefan Mross. Jeden Sonntag freue ich mich darüber, dass wir uns im Ersten wiedersehen. Doch es wäre mir wirklich noch viel lieber, würde die Zeit nicht gar so schnell vergehen. Sofort wird unser Leben schöner. Kein Gerede über Macht und Geld. Kommt herein in unsere Arena und in unsere kleine heile Welt. Immer wieder sonntags macht uns das Leben Spaß. Gute Laune, frohe Lieder. Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen bei strahlendem Sonnenschein. Wir haben schon 26,4 Grad Celsius in unserer immer wieder Sonntagsarena. Schön, dass Sie alle zu Hause eingeschaltet haben, wo Sie auch gerade sind, in der Küche, auf der Terrasse, im Wohnzimmer, im Bad, egal, Sie sind da. Herzlich willkommen, 2546 Gäste in der überaus verkauften immer wieder Sonntagsarena. Einen wunderschönen guten Morgen, die zweite Sendung immer wieder sonntags. Habert die Ehre, Servus! Ja, und werte Zuschauer zu Hause, ab letzten Sonntag läuft der Sonntagvormittag mit Herz wieder anders, ja? 10.03 Uhr bis zum 8. September sind wir wieder auf dem Sender bei der ARD, das erste. Ich bedanke mich an dieser Stelle auch mal für euer Vertrauen. 15 Jahre immer wieder sonntags dieses Jahr. Da gibt es, glaube ich, mal einen riesen Applaus in die Kamera hinein. Ja. Und was haben wir denn heute Aktuelles? Der Pokal wurde geholt vom FC Bayern. Da schickt man natürlich auch liebe Grüße hin. Ja. Ich als 1860 München-Fan, okay, ja, es ist verdient. Dann haben wir natürlich tolle Gäste. Und die möchte ich Ihnen heute Vormittag vorstellen. Herzlich willkommen, Stefanie Hertel. Chris Andrews. Johannes Scherer. Bernhard Brink. Alois und Elsbeth Gscheidle. Herzlich willkommen aus der Schweiz. Die Calimeros. Maximilian Arland. Pia Malo. Joy Alexander. Isabel Barell und herzlich willkommen Peter Kraus. Und heute ist natürlich großer Tag für Europa. Die Europawahlen liegen an. Also erst schauen Sie mal noch in aller Ruhe, jetzt dann Sie noch schön frühstücken und dann gehen Sie bitte schön zu den Europawahlen. Für uns natürlich, wie kann es schöner sein, zu den Europawahlen im Europapark live zu sein? Ja. Aber wissen Sie eigentlich, haben Sie das gelesen in der Zeitung? Da ist ein Schiff letzte Nacht untergegangen mit Europawahlpolitikern. Haben Sie das nicht gelesen? Nicht? Nicht? Nein? Ja, ich sag's Ihnen ganz ehrlich. Wer ist gerettet worden? Ich sag's Ihnen, Europa. Der braucht ein bisschen länger, ne? Jawohl. Der Sonntagvormittag mit Herz ist eine wunderbare Familiensendung. Also ich weiß ja zum Beispiel, dass ich zu unseren wunderbaren, ich nenne es auch immer, modernen Frühschoppen zu immer wieder sonntags, in der immer wieder Sonntagsarena ganz, ganz viele Familien sich treffen. Wo sind die Familien? Mal Hände hoch. Siehst du, da haben wir doch ein paar. Wo kommen Sie her? Aus Zang. Wo?
Wo ist dann Königsbronn? Ach, da ist das Gesang. Ja, ja, natürlich. Schönes Gesang, jawohl. Die Dame, wo kommen Sie her? Aus der Schweiz. Aus der Schweiz, ja, das ist wunderschön. Ja, sind Sie alleine hier oder mit der Familie? Ich bin alleine hier. Alleine hier. Schau mal, da ist so ein typischer, ich denke, das ist auch mal so ein Familientisch, oder? Ja. Wie heißt ihr denn? Wo kommt ihr denn her? Wir sind die Familie Neises, kommen aus Bitbusch, wo das köstliche Bitburger Premium-Pilz gebraucht wird. Das hast du jetzt gesagt. Okay, gut. Wen habt ihr denn so alles mitgebracht? Ja, hier ist meine nette Gattin, meine Oma, meiner Mutter, ihr Lebensgefährte, der heute noch Geburtstag hat. Oh, alles Gute. Danke. Wie heißt er denn? Wolfgang. Wolfgang, habt Ehre. Alles Gute zum Geburtstag. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr an einem Ehrentag bei uns meine sind. Meine Cousine, meine Patentante und meine beste Mutter. Oh, die beste Mama. Und wie heißt denn die beste Mama? Elke. Die Elke. Weißt du was? Ich hab gerade Zeit. Ich setz mich ein bisschen zu euch. Das gefällt mir so bei euch, ihr liebe Elke. Elke, kennst du mich? Ja. Herzlich willkommen. Andi Borg, mein Name. Hallo. Nein. Du hast immer wieder Sonntag schon mal gesehen? Ich gucke das öfters, ja. Aha. Haben Sie die Sendung Werte Elke letzte Woche auch gesehen? Nein. Nett. Nein. Aha, ja. Weil da haben wir nämlich einen wunderbaren Aufruf gestartet. Schreiben Sie uns, wenn Sie meinen, dass Ihre liebste Mama, Ihre liebste Oma sich mal verdient hätte, etwas gehen zu lassen. Sprich, dass sie sich mal verwöhnen lässt hinter den Kulissen von immer wieder Sonntags, dass man sich umstylen lässt, weil vielleicht derjenige nicht so viel Zeit hat, weil er sagt, nö, brauche ich nicht, nö, ich habe vielleicht nicht das nötige Kleingeld, ach nee, ich arbeite lieber, ich bin fleißig und möchte es umstylen und ich denke nicht so oft an mich selber. Ja, und dann haben wir quasi Post bekommen, werte Elke. Oh, ey. Das ist ein Schock für das mich. Das geht ja schon mal gut los, oder, die Nummer? Ja, aber wirklich, ja. Warum ist denn die liebste Mama dieser Welt, aber die habe eigentlich ich, aber gut, die haben wir alle, warum ist sie denn so fleißig? Was macht sie denn so aus, die Eltern? Ja, also erstmal kümmert sie sich ja um ihre Mutter noch. Jeden Tag, jede Stunde, jede Nacht ist sie dafür da. Und wenn ich mal anrufe oder meine Frau sie braucht, dann rufen wir immer an, dann sagt zwar, nee, sie hat keine Zeit, aber sie richtet sich dann die Zeit an und ist sofort da und ist bei uns und kann uns helfen mit unserem kleinen Enkel, den wir jetzt, ihren Enkel, den wir jetzt auf der Welt haben, 8 Monate, da kümmert sie sich sehr gerne drum. Ja. Sie ist einfach für jeden da, auch für die Mitmenschen, ob Nachbarn, ob Freunde, sie ist immer hilfsbereit. Und dafür, denke ich, musste sich einfach mal was verdient haben und es soll sich mal um sie gekümmert werden und nicht nur sie soll sich um uns kümmern. Ich glaube, da gibt es einen Applaus, da ist alles drin. Ne? Und darum hast es dir mal verdient, werte Elke. Na, also ich denke, wir haben hinter der Bühne ein paar Profis, nämlich das Team Franczek. Die kommen hier ganz aus der Nähe. Und ich würde mal sagen, lässt du dich mal kurz entführen von mir? Ja. Das machst du, ja, ja? Ja, ja. Kannst du deine Familie mal alleine lassen? Ja, ja. Weil heute Abend habt ihr, ich weiß ja alles, wir stecken ja alle unter einer Decke. Ne? Ja. Ich weiß deine Größen, ich weiß alles von dir. Okay. Aber trotz alledem ist es ja nicht so leicht, werte Männer zu Hause, eine Frau umstylen zu lassen in einer Stunde. Ne? Da gehört ja die Klamotte dazu, da gehört ein Make-up dazu, da gehört die Haare dazu. Bei uns Männer, wir sind in 5 Minuten, ich mache einmal so, sind wir fertig. Ne? Genießen Sie es. Kommen Sie mit mir mit. Liebe Elke, schau mal, begleitet werden wir von einem Riesenapplaus. Elke. So. Ich darf mal deine Tasche nehmen, Elke. Du bleibst mal ganz locker hier stehen, weil es ist jetzt wie spät? Haben wir jetzt nicht hier. Wunderbar. Ich schätze mal ach, da haben wir es. 10.16 Uhr, 17 haben wir. Wir würden gerne mal ein Foto von Ihnen machen. Vorher, nachher. Und genießen Sie es. Sie brauchen nicht aufgeregt sein. So, jetzt machen wir mal das Foto. Dann schauen wir in einer Stunde, wie sie Elke noch schöner wird. Und lass dich wirklich verwöhnen. Wir meinen es wirklich gut und deine werte Familie. Und heute Abend wird dann groß der Geburtstag gefeiert. Die Tanja darf dich entführen. Ich wünsche dir viel Spaß hinter der Bühne. Die Kollegen tun dir nichts, die sind alle brav. Na, wunderbar. Einen Applaus für die Elke. Erinnern Sie sich noch, werte Zuschauer zu Hause, an die wunderbare Serie und die erfolgreichste Serie, die Schwarzwaldklinik. Erinnern Sie sich auch noch an diese wunderbare Melodie, ja? La, da, 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 oh. Da gibt es einen Mann, der hat mit TV-Melodien, mit den berühmtesten TV-Melodien, eine CD aufgenommen, hat wunderschöne Texte drauf geschrieben und damit ist er momentan sehr, sehr erfolgreich. Also, Sie hören jetzt die Schwarzwaldklinik.
Waldklinik Melodie mit einem neuen Text an deiner Seite. Weiterhin ganz, ganz viel Erfolg. Ich bin ein Riesenfan von ihm, von Jay Alexander. Die wunderbare Schwarzbach-Klinik, vielen herzlichen Dank an deiner Seite. Unser Riesenapplaus nochmal, Jay Alexander! So, wir erinnern uns kurz an unsere Sommerhitparade vom letzten Sonntag. Und da hat ein Jan gewonnen. Und der Jan, der Gewinner vom letzten Sonntag, tritt heute ebenfalls gegen einen Herausforderer, einen Jan, an und herzlich willkommen mit Nachnamen Jan Rendels. Und auf der anderen Seite steht der Gewinner vom letzten Sonntag. Herzlich willkommen, Jan Schrödel. Bitte notieren Sie sich folgende Telefonnummern. Für den Jan Rendels wählen Sie bitte die Nummer 01371 3655 und die Endziffer 01. Für unseren Jan Schrödel wählen Sie die Nummer 01371 3655 und die Endziffer 02. Diese Telefonnummern gelten nur für Deutschland, für national, wenn Sie international anrufen wollen. Ich habe so viel Post auf Facebook gesehen, auf unserer immer wieder Sonntags-Facebook-Seite aus Australien, aus Kanada. Mittlerweile kann man ja via Stream auf der ganzen Welt immer wieder Sonntags sehen. Und Sie möchten auch abstimmen, dann gehen Sie bitte schön auf die ARD-Texttafel 376. Dort finden Sie alle jeweiligen richtigen Telefonnummern. Guten Morgen aus dem Ausland. Und hier ist unser Jan Rendels. Einen wunderschönen guten Morgen. Das ist schon mal dein Applaus. Du bist ja ganz kalt und ganz blau. Das hat die gleiche Farbe wie mein Sakko, du brauchst überhaupt nicht aufgeregt sein. Schau mal, damit wir ein bisschen runterkommen, lieber Jan, vom Gas, schauen wir uns erst einmal einen kleinen Film von dir an, den hast du selbst gedreht, wie es bei dir zu Hause so ausschaut. Bitte schön, Film ab. Hallo, mein Name ist Jan Rendels.
Ich bin 21 Jahre alt und hier im Badischen Ofenburg bin ich zu Hause. Schon mit 5 Jahren begann ich mich für Schlagermusik zu interessieren. Auch in meinem Gemüsegarten verbringe ich viel Zeit. Meistens helfe ich meinem Opa bei der Gartenarbeit. Egal ob Gemüsepflanzen, Rasenmähen oder Bäume schneiden. Ich kümmere mich sehr gerne um mein kleines Reich. Ab und zu spiele ich auch sehr gerne ein paar Töne auf meiner Trompete. So, der Koffer ist gepackt. Jetzt freue ich mich auf immer wieder sonntags und Stefan Ross. Toi, 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 bei immer wieder sonntags. Woo! Unser Jan Rendels aus Offenburg spielt auch wunderbar Trompete. Was sind denn so deine Zukunftspläne? Also wir erleben dich im Film als Gärtner. So eine Gartenschere, so kleine Äste, da schneidet er die Obstbäume, Trompete spielt er, das Badenlied spielt er. Was ist denn deine Zukunft? Was willst du denn werden, beruflich? Ja, beruflich will ich in die Lehrerlaufbahn einsteigen und habe jetzt dann vor, ab Juli dann mich bei der PH Freiburg zu bewerben für die Fächer Katholische Theologie und Geschichte. Aber jetzt stell dir vor, es könnte hier funktionieren mit einer großen Schlagerkarriere. Was machst du denn dann? Ja gut, dann muss man halt mal das Studium vielleicht mal unterbrechen, aber trotzdem fertig machen, auf jeden Fall. Auf alle Fälle. Mal kurz vielleicht an den Nagel hängen, einen kleinen Ausflug machen. So immer wieder sonntags. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Wie ein Diamant, Jan Rendels. Wie ein Diamant. Dieses Gefühl, wie soll ich es beschreiben? Ich lass es lieber bleiben. Es ist zu schwer. Wie ein Traum in bester Hollywood-Manier gehörst du zu mir. Ich glaub es kaum. Wie ein Diamant, so funkelst du mich an. So reich, weil ich dich hab, wie ein Diamant. Du strahlst in tausend Farben, wie ein Regenbogen bringst du mir das Gold. Du bist mein Schatz, wie ein Diamant. So funkelst du mich an, wie ein Diamant. Du strahlst in tausend Farben, wie ein Regenbogen bringst du mir das Gold. Du bist mein Schatz. Wie ein Diamant, unser Jan Rendels. Und unser Jan Schrödel, der Gewinner vom letzten Sonntag, steht neben mir. Du hast letzten Sonntag so viel gute Laune verbreitet. Das passt ja wie die Faust aufs Auge zu immer wieder sonntags. Hast du diese Laune heute noch mal ins Gepäck nehmen können? Ja, ich habe die Laune mitgebracht und hoffe, dass ich sie hier bei euch wieder umsetzen kann und natürlich auch zu Hause bei euch vor dem Bildschirm. Ja, also ob dein Sommerlied dieser Sommer wird ein Hit wird, das entscheiden die Leute zu Hause. Dieser Sommer wird allerdings der größte Hit mit immer wieder sonntags. Hier ist Jan Schrödel. Gerne sitze ich am Strand, durch die Hände riesen Sand. Ich hab Lust auf einen Flirt, an so einem schönen Tag ist daran nichts verkehrt. Überall wohin ich schau, eine super sexy Frau. Aber ich seh nur noch dich, geh hin zu dir und frag, glaubst du daran wie ich? Dieser Sommer wird der Hit, oh ja. Wenn du willst, dann komm doch mit, na klar. Auf dem Weg ins Glück hinein ist nur noch Sonnenschein. Egal wie's wird, dann Tag für Tag. Dieser Sommer wird der Hit, oh ja. Und so leicht wird jeder Schritt, na klar. Mit nem Lächeln im Gesicht stört uns auch Egen nicht. So ist das Leben, wie ich's mag.
ein Hit. Da werden wir mal ganz genau ein Auge drauf werfen. Unser Jan Schrödel. So, Sie dürfen ab jetzt anrufen. Eine wunderbare Stimmung hier in der Immer wieder Sonntagsarena. Danke, 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 dass ihr so wunderbar mitmacht. Herrlich, ich liebe unsere Sendung. Jan Rendels, für ihn wählen Sie bitte die Nummer 01371 3655 und die Endziffer 01. Für unseren Jan Schrödel wählen Sie bitte die Nummer 01371 3655 und die Endziffer 02. Und das ist nochmal euer ganz großer Applaus. Wer am Schluss des Sommers am 8.9.2019 großer Sommerhitkönig wird, das entscheiden nur Sie, werte Zuschauer, zu Hause. Jetzt gibt es was zu lachen bei Immer wieder Sonntags, denn wir haben zu Gast Johannes Scherer. Und ihm ist aufgefallen, dass die anderen immer weniger machen und wir immer mehr. Also hören Sie ganz genau zu. Herzlich willkommen, Johannes Scherer. Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja. Nee, ich habe mich aufgeregt. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Sonntag. Ich habe mich aufgeregt. Das ist, du musst alles musst du selber machen. Ich war gestern in diesem schwedischen Möbelhaus mit 4 Buchstaben. Es ist, ja, Aldi ist es nicht. Ich sage keinen Markennamen, aber Aldi ist es nicht. Und da gibt es jetzt SB-Kasse. Da kannst du dich selber abkassieren. Da kommst du mit deinen 3 Zentner Teelichte und einem Bücherregal. Darfst du selber abkassieren und dann selber aufbauen. Wenn du in Urlaub fliegst, musst du inzwischen dich selber einchecken. Und inzwischen geht es auch bei der Bahn. Ich habe den Werbespot gesehen mit dem Nico Rosberg. Du brauchst gar keinen Schaffner mehr. Ich habe das auf der Weg, wie ich im ICE hierher gefahren bin, ich habe das gemacht. Ich bin kurz in Mannheim, bin ich aufgestanden und habe gefragt, so, noch jemand zu? Nee, so habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, so, noch jemand zugestiegen, mal der Vorscheine bitte. Dann habe ich festgestellt, ich bin schwarz gefahren. Ich musste in Karlsruhe, habe ich mich rausgeschmissen. Ja? Ne, überall. Selbstbedienung, das gab es früher nicht mal. Eine Tankstelle, da ist jemand dafür bezahlt worden, dass er dir den Lulu hineingehängt hat. Und dann hat er dir vorne noch die Scheibe sauber gemacht. Frühstücksbuffet im Hotel, sowas hat es nicht gegeben. Da stand so ein Pinguin am Tisch und hat gesagt, wie möchten Sie Ihr Ei? Heute kannst du da Ei selber holen in so einem Drahtkörbchen, knippelhart und eiskalt. Musst du erst mal 2 Kilometer hinlaufen und immer deinen Tisch im Auge behalten, sonst räumen sie dann ab. Oh. Am allerschlimmsten ist die Paketpost. Also heißt ja heute Worldwide Express. Und die haben einen Slogan, das heißt 24 Stunden Zustellservice. An diesem Begriff ist alles gelogen. 24 Stunden Zustellservice, dass ich nicht lache. Ich weiß ja, wie das ist. Du liegst den ganzen Tag daheim, weil du eine schwere, tödliche Männergrippe hast. Du weißt, es kommt ein Paket. Es klingelt niemand. Ich kenne ja mein Paketbote inzwischen persönlich, der Vladimir. Meinst du, der klingelt? Der hat diese Berufskrankheit von alle Paketbote, diese frotzen Schulter. Das haben die alle. Das ist, da kannst du, die Schulter ist dann versteift. Du kannst den Arm nicht mehr höher heben als bis zum Klingelknopf Erdgeschoss. Höher kommen die nicht mehr. Ich wohne im 4. Stock, so viel Bergluft hat der Wladimir noch nie geschnuppert. Ja, und dann gehst du am nächsten Tag aus dem Haus und dann findest du so einen Zettel in deinem Briefkasten, so ein gelbes Zettelchen. Ja, leider nicht angetroffen. Du warst den ganzen Tag zu Hause. Paket liegt in Packstation, Industriegebiet von Magnetogorsk. Und wehe, du holst nicht gleich ab, dann kriegst du Nachrichten. Ihre Packstation vermisst sie. Ich fahre ab und zu mal nachts um 2 an Packstationen vorbei und guck, ob ich sie leise wimmern höre. Grausam. Nee, das ist wirklich wahr. Oder die Pakete bekommt der Gregor aus dem Erdgeschoss. Der ist Pilot, der ist nie daheim. Außer wenn ich ein Paket kriege. Und dann habe ich das letzte Mal, ich habe mir was ganz Leichtes bestellt. Wirklich nur so ein T-Shirt. Weil ich wusste, ich muss es 4 Etagen hochtragen. Dann habe ich gewartet, bis der Wladimir vorfährt vorm Haus. Ich habe unten im Erdgeschoss gewartet und wollte gucken, wo klingelt er. Und tatsächlich, man hört es ja, hinter der Tür vom Pilot im Erdgeschoss, bim, bim, dachte ich jetzt aber, Tür aufgerissen, rausgestürmt und habe gesagt, so Wladimir, ich bin's, der Scherer aus dem 4. Stock und jetzt?
Und dann sagt er, ach Gott sei Dank, Sie sind zu Hause. Habe ich schon geklingelt bei Pilot, weil hat bestellt 24 Flaschen Rotwein. Helfen Sie mal. Das war der erste Dornfelder, den ich in der Bandscheibe gespürt habe. Schönen Sonntag noch. Liebe Zuschauer zu Hause, wir kommen wieder zu Ihrer Lieblingsrubrik, das rote Mikrofon. Und Sie wissen ja ganz genau, in das rote Mikrofon dürfen nur ganz kleine, große Stars von morgen mit besonderen Talenten hineinsingen. Heute begrüße ich ganz, ganz herzlich Laura Marie Avonso. Die Laura. Einen wunderschönen guten Morgen. Schau mal, habe ich dir bei den Proben nicht so viel versprochen, oder? 2546 begeisterte Zuschauer, die jetzt für dich noch einmal applaudieren. Ja. Bitte schön, Laura. Ah. Jetzt sitzen wir hier, wir beide, ne? Ja. Ist das schön? Ja, wunderschön. Hättest du es dir so vorgestellt? Nein. Nicht, ne? Hm. Was machen wir denn jetzt, wir beide? Über was reden wir denn? Sagen wir mal, reden wir mal über die Schule. Also, wenn ich mir dich so anschaue, liebe Laura, bist du ein ganz gescheites Mädel. Ja. Du bist eine sehr zielstrebige Person. Ja. Was du dir vornimmst, das greifst du an und ziehst es bis zum bitteren Ende durch. Ja. Bei Mathematik arbeiten, ja. Bei Deutsch arbeiten, ja. Bei Physik, Chemie arbeiten. Ja, natürlich. Ehrlich? Ja. Du nimmst mich doch auf den Arm. Nein. Ehrlich? Ja. Bist du jetzt, also wenn ich einmal kurz gut war in der Schule, dann haben sie zu mir gesagt, hey, da hinten der Streber, schau an hier, der Marossi, hey, der Streber. Sagen sie das zu dir auch, so Musterschülerin, oder seid ihr alle so ungefähr gleich gut in der Schule? Ja, wir sind alle gleich gut in der Schule. Mhm. Eine ganz besondere Schule, oder? Ja. Liegt das eventuell an den Lehrern? Kann sein. Wie viele Lehrer hast denn du? Zwei Klassenlehrer und dann noch die anderen. Und die sitzen jetzt alle davor? Ja. Wollen wir da mal Guckuck sagen? Ja. Sag mal den Namen und sag mal Guckuck. Hallo Frau Bergmann-Thiel, hallo Herr Herde und hallo Frau Berg. Ja, Guckuck. Genau, wunderbar. Ja, hobbymäßig, wie schaut's da so aus? Was macht denn die Laura? Also ich spiele Saxophon, ich singe und mache Leichtathletik. So, ich habe ja vorher gesagt, heute gibt es was ganz Außergewöhnliches am roten Mikrofon bei Immer wieder Sonntags. Was passiert denn heute genau? Also, ich werde halt singen und nebenbei Gebärden. Also Gebärdensprache? Ja. Mhm. Warum ist denn das so? Weil meine Mama gehörlos ist. So, und du ja logischerweise das Gleiche präsentieren willst wie diejenigen, die natürlich hören können. Ja. Ja. Was singst uns du denn für einen Titel heute? Pack die Badehose ein von Conny Fröbes. Ja, jetzt zeig mir doch einmal in der Gebärdensprache, wie du die Badehose einpackst. So geht es. Okay. Und was ist, wenn ich jetzt sage, ich möchte die rote Badehose einpacken? Sehr, sehr schön. Aber ist das nicht schwierig? Also man muss ja Texte lernen und nebenbei die Gebärdensprache präsentieren für die Leute. Oder ja. Machst du das in einem Zug mit? Manchmal schon, ja. Meistens. Wollen wir das mal den Leuten zeigen? Ja. Das kannst du nämlich ganz, ganz toll. Bin ich ganz, ganz stolz auf dich. Komm mal mit mir rüber. Schau mal, Laura, das ist schon mal dein Applaus. Wunderbar. Einen wunderschönen guten Morgen. Unser wunderbarer, einen Riesenapplaus für Georg Eichhorn. Seit vielen Jahren unsere treue Seele bei Immer wieder Sonntags. So, also dann packen wir jetzt doch mal die Badehose ein, Laura, oder? Ja. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und deine Mama sitzt hier vorne und drückt dir ganz, ganz fest die Daumen. Unsere Laura. Wenn man in der Schule sitzt, über seinen Büchern spitzt und es lacht der Sonnenschein, dann möchte man draußen sein. Ist die Schule endlich aus, gehen die Kinder froh nach Haus und die kleine Conny ruft dem Peter hinterher. Pack die Badehose ein, nimm dein kleines Schwesterlein und dann nichts wie raus zum Wannsee. Ja, wir radeln wie der Wind durch den Grunewald geschwind und dann sind's wir bald. Wir tummeln uns im Wasser wie die Fischlein, lass es fallen. Und nur deine kleine Schwester, ach, die traut sich nicht hin.
Wir sind der Meinung, das war... Also, ich habe auch eine kleine Gebärdensprache gelernt. Ne? Wir geben jetzt mal in Gebärdensprache Applaus. Für alle, die uns jetzt sehen und vielleicht nicht so gut hören können. Ich bin ganz, ganz stolz auf dich. Was heißt denn eigentlich immer wieder sonntags in Gebärdensprache? Immer wieder sonntags. Oh, das geht runter wie Öl. Wunderbar, das ist sehr, sehr schön. So, also, da bekommen wir noch von unserer Tanja vielen, vielen herzlichen Dank. Ein, was haben wir denn da Schöne? Oh, Bluetooth-Kopfhörer. Also ich habe halt früher einen Walkman gehabt, aber das ist auch ganz was Wunderbares hier. Kennst du noch Kassetten? Ja. Schon noch? Ja, so ist der Stefan aufgewachsen. Also da wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg damit. Vielleicht hörst du auch mal irgendwann mal so immer wieder Sonntagsmusik oder wenn dir langweilig ist. Trotz alledem, alles, alles Gute, liebe Laura, für dich und deine Familie. Und das ist nochmal dein Applaus, darf zu deiner Mama gehen. Dankeschön, liebe Laura. Ich drehe mal das Rad der Zeit etwas zurück in das Jahr 1993. Da habe ich nämlich meinen nächsten Gast kennengelernt. Kennen Sie eigentlich noch die legendäre Sendung Die volkstümliche Hitparade mit Caroline Reiber? Kennen Sie alle noch, ne? Und da habe ich eben meinen nächsten Gast kennengelernt. Henry Arland und Söhne eroberten die musikalische Welt. Aus dem kleinen Maxi von damals ist ein ganz, ganz großer Moderator und Musiker geworden, nämlich unser Maximilian. Und Gott sei Dank haben sich unsere musikalischen Wege nie getrennt und ich bin sehr, sehr stolz. Er hat uns auch begleitet auf unsere 53-Tage-Städtetour, immer wieder sonntags. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei Ihnen, werte Zuschauer, die uns besucht haben und auch eben bei meinem nächsten Gast. Verliebt ist er in Berlin, das ist sein aktueller Hit. Meine Damen und Herren, einen Riesenapplaus für Ihren, unseren Maximilian Arland! Berlin in Berlin. Es zieht mich raus, ich muss hier weg, woanders hin. Ab in die Stadt, wo der Tag noch vor der Nacht beginnt. Der Grund bist du, ich muss dich sehen und dich berühren. Mit offenen Armen die Lichter sehen und deine Wärme spüren. Hältst mein Herz in deiner Hand, hab auf den ersten Blick erkannt, das ist was Großes mit uns zwei. Ich breche auf und gehe nach Berlin, tauch ganz tief ein in die Großstadt Melodie. Ich schau nach. Die Sonne an der Spree und weiß genau, ich werd nie mehr weiterziehen. Ich bin verliebt in Berlin. In dieser Stadt ist so viel Herz und Lebenslust. Hab ein Gefühl wie bei meinem allerersten Kuss. Ein, genieß den Duft, der mich umgibt. Ich spür genau, ich habe mich in diese Stadt verliebt. Du hältst mein Herz in deiner Hand, hab auf den ersten Blick erkannt, das ist was Großes mit uns zwei. Ich breche auf und gehe nach Berlin, tauch ganz tief ein in die Großstadt Melodie.
Er feiert in diesem Jahr 25-jähriges Bühnenjubiläum, hat dazu eine wunderbare CD präsentiert mit ganz, ganz lieben Kollegen. Meine Damen und Herren, nochmal einen riesen Applaus für meinen lieben Kollegen Maximilian Arland. Gratulation zum Jubiläum. Exakt um die Uhrzeit vor einer Woche hat hier der Andi Borg gestanden. Ich weiß, er schaut zu. Biberl, ganz liebe Grüße nach Niederbayern. Hat er hier einen Pfeil geschossen auf unsere wunderbare Deutschlandkarte, um eben einen Ort per Dartpfeil, per Zufall zu finden, um diesen Ort, den er eben getroffen hat, heute zur zweiten Sendung, immer wieder sonntags, ganz groß zu machen, zu präsentieren. Wir haben getroffen in das Bundesland Thüringen, genau genommen nach Roßleben. Und Roßleben wurde mit Wiehe zusammengelegt. Und wir begrüßen jetzt das Stadtoberhaupt. Herzlich willkommen, Steffen Sauerbier. Herzlich willkommen aus Roßleben Wiehe. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo, schönen guten Morgen. Habe die Ehre, Herr Sauerbier. Darf ich du sagen? Aber selbstverständlich. Wir haben ungefähr ein Alter, ne? In etwa. Das ist schön. Sag einmal, wie haben Sie denn, oder du, lieber Steffen, wie habt ihr denn erfahren, dass Andi Borg auf Roßleben den Dartpfeil geschossen hat und dass ihr heute euren Ort präsentieren dürft bei Immer wieder sonntags? Ja, ich selbst war auf einer privaten Feier und ja, dann hat das Telefon irgendwann nicht mehr stillgestanden. Ja, und dann habe ich mich bemüht, hier anzurufen. Das hat nicht so ganz funktioniert, da ist ein Schluss und da war die Sendezeit schon so weit fortgeschritten, dass quasi ein Live-Beitrag nicht mehr möglich war. Ja, natürlich. Aber dafür haben wir Sie jetzt ganz, ganz groß eingeladen, um eben Roßleben zu präsentieren. Und da haben Sie zwei Mädels gefunden, nämlich die Anna und die Adeline. Die haben einen kleinen Film zusammengestellt. Das war ja alles in einer Woche schon ein bisschen hektisch. Aber so ist es ja auch gut, so soll es ja auch sein. Umso schöner das Ergebnis. Bitte schön, wir schauen mal in Richtung Roßleben-Wiehe. Hallo, mein Name ist Anna. Und ich bin Adeline. Gemeinsam wollen wir euch heute die wunderschöne Stadt Roßleben-Wiehe in der Mitte Deutschlands vorstellen. Wir liegen in Nordthüringen. Und das hier gerade ist die Unstrut. Besonders im Sommer ist es schön, an der Unstrut rumzusitzen. Warum genau wir beide euch die Region im Kyffhäuserkreis zeigen, erfahrt ihr am Ende. Und hier haben wir, ganz in der Mitte Roßleben, das Rathaus. Hier arbeitet der Bürgermeister Steffen Sauerbier. Eigentlich sollte das Rathaus jetzt viel größer sein, denn neulich wurden wir und Roßleben miteinander verbunden. Willkommen in Wir, der weltgrößten Modelleisenbahnausstellung der Welt. Mit 12.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche und 6.000 Quadratmetern Anlagefläche. Buongiorno in der Pizzeria Amicetto in Roßleben. Hier haben wir ein bisschen Italien gleich vor Ort. Hier gibt's die beste Pizza in ganz Roßleben-Wiehe. Und da hinten haben wir den Ayers Rock von Roßleben. Dieser kommt aus der Zeit, wo jahrelang Kali in Roßleben abgebaut wurde. Und zum Schluss wollen wir euch noch die Klosterschule Roßleben zeigen. Annas und mein zweites Zuhause. Denn wir beide sind Internatsschülerinnen hier. Aber das darf man nicht falsch verstehen. Das ist nämlich kein Kloster mehr. Hier gehen auch Jungen zur Schule. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Es hat sehr Spaß gemacht, euch die Gegend Roßleben-Wiehe zu zeigen. Liebe Grüße nach Thüringen, liebe Grüße nach Roßleben. Dankeschön, Anna und Adeline, für diesen wunderbaren Bericht. So, hier steckt Heimat drinnen, ein bisschen was Traditionelles aus der Region, um den Gaumenschmaus mal anzuregen, warum ich als Bayer der Schweinsbraten Sepp mal nach Roßleben kommen sollte, um eben euren Gourmet-Gaumenschmaus zu präsentieren. Was soll ich denn da essen? Was darf ich denn da trinken bei euch? Ja, also wir haben ja ein paar regionale Produkte aus dem Unstruttal mitgebracht, in dem das die Stadt liegt. Ja. Es kann natürlich sein, wenn wir das jetzt probieren, dass du danach nichts anderes mehr essen möchtest und dass wir dann Lieferservice einrichten müssen. Das ist Wurst von der Fleischerei Eckbert Ernst in Langroda. Dann haben wir. Ihr lebt noch. Ja, das Brot ist dazu. Nein, blau. Was? Das Brot dazu von der Bäckerei Lampe aus Roßleben, 140 Jahre Familientradition. Die führen ja diese Familientradition, Bäckerei Lampe, die führen das ja richtig fort, ne? Da ist man richtig stolz darauf, also, dass man. Also nichts jetzt vom Discounter, das ganze das Brot. Das geht zum Glück ist weiter. Ist wichtig, dass die Bäcker nicht aussterben richtig. In Deutschland. Ja, da geben wir mal einen Applaus. Genau. Mhm. Dann haben wir hier Salz aus Bad Frankenhausen. Dort gibt es einen schiefen Turm, da ist der Turm von Pisa kerzengerade dagegen. Ach, der ist wirklich ganz, ganz schief, ne? Ja, der ist über 4,60 Meter aus dem Lot, soweit ich weiß. Was? Ja,
Und, aber ist da eine Wirtschaft gegenüber, dass die alle schief sind oder was? Nee, wenn sie rausgehen. Ist der wirklich 4,60 Meter? Der ist sehr schief, ja. Der ist gerade so noch gerettet worden. Mhm. Dann haben wir hier Honig, dann haben wir ja, aus Mönchpfiffel eine. Das ist ein Obstanbaugebiet. Einen Sekko aus Mönchpfiffel. Ja, genau. Und dann haben wir hier von der Kälterei Mai Grahaus aus Donndorf einen Sauerkirschwein und natürlich in unmittelbarer Nähe das Weinanbaugebiet Saale-Unstrut, was ja relativ bekannt ist. Wunderbar. Also, da gibt es wirklich einiges zu essen und es schmeckt wirklich gut. Ich habe heute noch nicht gefrühstückt, aber so eine fette Wurst auf nüchtern Magen ist ganz wunderbar. Besser wie Currywurst, die scharf ist, das sage ich euch. Ja, wunderbar. Das möchte ich meinen. Ich denke, ihr habt auch was Musikalisches, sprich Tradition wird bei euch gepflegt, nämlich der Bergbau unter Tage. Und wem haben wir denn da heute mitgenommen? Also, es ist im Film ja angesprochen worden, wir sind ein Bergbaugebiet, eine Bergbaustadt und seit über zwei Jahrzehnten gibt es Leute, die diese Tradition weiterhin pflegen. Das ist der Bergmannsverein, die ja heute mit einer kleinen Abordnung mich dankenswerterweise begleitet haben. Der Bergmannsverein. Der Bergmannsverein, Glück auf, Glück auf, einen wunderschönen guten Morgen. So, gilt für euch alle zusammen. Ich denke, da hören wir mal rein, oder? Also, Glück auf für Thüringen, sprich Roßleben-Wiehe. Glück auf, Glück auf, der Steiger kommt. Und er hat sein helles Licht bei der Nacht. Und er hat sein helles Licht bei der Nacht. Schon angezündet, schon angezündet, schon angezündet. Das gibt ein Schein. Und damit so fahren wir bei der Nacht. Und damit so fahren wir bei der Nacht ins Bergwerk ein, ins Bergwerk ein. Einen Riesenapplaus für die Bergmannsverein, Glück auf! Wir sind der Meinung, das war... Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, werter Steffen Sauerbier. Trotz alledem, wir sollten jetzt auch noch einen Pfeil schießen, weil wir möchten ja nächsten Sonntag auch wieder hier einen Ort einladen. Es wird spannend. Welches Bundesland bevorzugen wir denn? Wo schießen wir denn ungefähr hin, Steffen? Also ich habe mir mal vorgenommen, wir haben eine Partnerstadt in Hessen, Wächtersbach, vielleicht treffe ich es. Ja. Ja, natürlich, die triffst du ganz weit gewaltig. Genug nach vorne kommen. Ja, natürlich, ja. Ich drücke dir die Daumen für Wächtersbach. Oh, nein! Das ist ja wieder Roßleben. Nein. Da könnt ihr gleich hier bleiben. Ist ja wunderbar. Das gibt es ja nicht. Also hier haben wir jetzt westlich gelegen Sangerhausen. Sangerhausen war ich in der Mammuthalle. Ist uns ein bisschen die Rosenstadt, die kennt man. Wenn ich jetzt da ein bisschen. Das ist mir zu nah dran. Komm, lass es nochmal fliegen, das Ding. Ja, okay. So, also da geben wir nochmal eine Chance, oder? Wunderbar. So. Jetzt trifft er Wächtersbach. Oh! Das ist aber gar nicht so weit weg. Aber er bleibt sich dem Bundesland Thüringen treu. Der kann sagen, das ist mir ganz egal, wie oft ich schieße, ich bleibe in Thüringen. Wir haben hier aber ganz exakt, das kenne ich auch sehr, sehr gut, logischerweise Suhl, die Waffenstadt, aber daneben, direkt getroffen, Zell-Amelis. Zell-Amelis, meine Damen und Herren, werte Zuschauer zu Hause, wenn Sie aus Zell-Amelis oder Umgebung kommen, Sie werden eingeladen, nächsten Sonntag zu Immer wieder sonntags zu kommen. Schreiben Sie uns bitte eine E-Mail unter mail@immerwiedersonntags.com. Und dann haben wir hier hoffentlich den Bürgermeister stehen von Zell-Amelis. Vielleicht werden Sie ja auch heute noch weitergeleitet per Telefon hier in die Live-Sendung von Immer wieder sonntags. Es war mir ein ganz großes Vergnügen, Roßleben zu präsentieren hier bei Immer wieder sonntags. Bist ein ganz feiner Bursche, Steffen. Alles Gute für die heutige Bürgermeisterwahl. Bleib noch ein bisschen da. Dankeschön dem Bergmannverein. Glück auf. Alles Gute und das ist nochmal euer Applaus. Hat ganz viel Spaß gemacht. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank an unsere Band. Aber jetzt wird wieder gespielt. Habadiere-Chef, wo kommst denn du her? In Viva España oder was? Ah, servus, Habadiere. Wir wollen nämlich wieder eine wunderbare Spiel spielen bei Immer wieder sonntags.
Nämlich, kennen Sie noch die legendäre Sendung Wer sagt denn eigentlich hier die Wahrheit? Kennen wir doch alle, oder? Also, wir stellen uns heute die Frage, wer sagt die Wahrheit? Wir werden jetzt gleich zwei Männer auf der Bühne begrüßen, nämlich in zweifacher Ausführung den Klaus Böbel. Aber nur einer, wie gesagt, sagt die Wahrheit. Herzlich willkommen, Klaus Böbel. So. Dann haben wir hier schon mal Klaus Böbel in zweifacher Ausführung. Hier haben wir unsere Ratefüchse. Einen riesen Applaus für Isabel Barell, Bernhard Brink und Stefanie Hertel. So, Kandidat Nummer 1. Wer sind Sie? Ich bin Klaus Böbel und ich habe das erste Bratwursthotel der Welt eröffnet. Bratwursthotel? Aha. Das erste Bratwursthotel. Kandidat Nummer 2. Wer sind Sie? Ich bin Klaus Böbel und ich habe das erste Bratwursthotel der Welt eröffnet. So, um das Ganze mal ein bisschen zu erklären, ne? Also um es auch für euch ein bisschen leichter zu machen. Also das ist zum Beispiel ein Zimmer aus dem Bratwursthotel. Klaus Böbel hat 7 Zimmer, die sind alle ungefähr so gestaltet. Zum Beispiel hier haben wir ein Kissen aus einer Würstel, apropos Wurst. Oh. So, dann haben wir hier zum Beispiel ein Tisch, ich glaube, das ist irgendein Hocker hier. Ne? Also alles in Wurstform. Nicht, weil es ihm Wurst ist, sondern weil er es einfach schön findet. Also, wer sagt die Wahrheit? Ihr habt 90 Sekunden Zeit. Ab jetzt. Ich fange an. Bitteschön. Kandidat 1, lieber Klaus, haben Sie denn auch vegetarische Bratwürste? Nö. Weil? Schmeckt nicht. Ah, oh, das ist ein Irrglaube. Kandidat 2, wie kommt man auf so eine blöde Idee? Eine berechtigte Frage. Das ist doch keine blöde Idee. Ja. Das ist weltweit das erste Hotel, also, und die Ausbuchung ist super. Also ganz viele Leute nehmen es in Anspruch und es ist Weltklasse. Kandidat Nummer 2, wo haben Sie Ihre Hotelfachausbildung gemacht? Kandidat 2? Ich habe keine Ausbildung in dem Bereich, ich bin Metzgermeister. Und ich mache halt gern Bratwürste, ich mache auch Bratwurst-Workshops und da ist es naheliegend. Hä? Kandidat 1, was gibt's denn da zum Frühstücksbuffet? Gibt's da nur Wurst dann zu essen? Fast nur Wurst, Bratwurst-Leberkäse, Bratwurst-Schinken, Bratwurst-Salami. Ist das nichts für mich? Ich bin Vegetarier. Das ist also. Ich komme auf jeden Fall. Muss man, wenn man da einziehen will, zuerst mal als Test eine Bratwurst essen oder wie läuft das dann? Eins bitte, ja. Ich gucke ihn gerade an. Deswegen. Zur Begrüßung gibt's Wurst. Aha. Wurst und Bier. Wurst und Bier. Kandidat Nummer 1, wie viele Betten haben Sie in Ihrem Hotel? 7. Hä? Stefan, bist du der Hotelier oder mit wem? Ich bin der zukünftige Direktor. Ah, also ja. Stefan ist derjenige eigentlich. Wahrscheinlich bin ich. Stefan heißt eigentlich Klaus. Kandidat 3. Ich frage nochmal, Kandidat Nummer 1, sind Sie ausgebucht im Moment? Fast, heute nicht. Heute bin ich hier. Ei, bei Sie schaffen da auch. So, sind wir fertig? Ne? Zeit ist rum? Ist die 90 Sekunden sind vorbei. Also ihr könnt euch noch mal kurz beraten. Also bei 7 Zimmern? Also, wer ist Besitzer des ersten weltweit geführten Bratwürst-Hotels hier im wunderschönen Franken? Das darf ich schon mal verraten, in Mittelfranken, in der Nähe von Nürnberg. So, also, genug beraten. Ja, ja, wir haben Frauen waren uns Bernhard gleich Brink. Einig. Ja. Ihr seid euch einig. Wir haben wirklich ganz klar gesagt, 1... Der Bernhard ist total sympathisch, aber glauben wir nicht. Ne? Also Nummer 1 ist eins nicht. Lügt. Er nicht. Sagt nicht die Wahrheit. Nummer 1 sagt nicht die Wahrheit. Jetzt nehmen wir erstmal den. Ja, wer wir glauben, hat den dass Kandidat Nummer 2 ein Hotel sagt. Hat. Und, okay. Und sowas. Der kam eben so raus, von wegen ja. Weltweit das erste Wursthotel. Wunderbar. Ja, pass auf. Also derjenige, der gelogen hat, geht mal einen Schritt nach vorne. Bernhard hat gesagt... Moment, ihr habt mich überredet. Jetzt pass auf. Herr Bart, bleibt mal ganz unruhig. Also wir stellen uns jetzt erstmal vor, wer sind Sie im wahren Leben, wenn Sie nicht bei Immer wieder sonntags auf der Bühne stehen und liegen, lügen müssen? Ich heiße Thomas Selke, bin Schreinermeister, komme aus und Lahr. Und Vegetarier, ne? Nein, ich bin kein Vegetarier, ich esse tatsächlich gern Bratwürste. Ich arbeite bei der Firma Hiller Objektmöbel in Kippenheim. Siehste. Und jetzt stehst du bei mir wieder sonntags. So. Lass mal die Sendung nicht kippen. Dankeschön für deinen Vielen Besuch. Vielen Dank. Werter Thomas. So, da haben wir den Original-Klaus. Tschüss.
Der Bratwurst-Hotelbesitzer. Ja. Also diese Frage von Bernhard Brink ist wirklich berechtigt. Wie kommt man denn darauf, du bist ja Quereinsteiger, du bist ja Metzgermeister. Ja. Wie kommt man denn darauf, dann ein Hotel zu eröffnen? Indem ich schon seit 10 Jahren Kurse mache, vom halben Schwein zum 6-gängigen Bratwurstmenü. Und die Leute haben immer wieder gesagt, eine Übernachtung fehlt noch. Und ich reise auch sehr gern und treffe Leute aus aller Welt. Und dann habe ich gesagt, warum nur, wenn wir weg sind? Die laden wir zu mir auf Rittersbach ein. Und da gibt es nichts Besonderes so zum Anschauen, also bauen wir eine Sehenswürdigkeit. Und wir haben uns jetzt zur Bratwurst gemacht. Du. Ja, genau. Sag mal, aber die Frage ist auch gekommen, Vegetarier, wie gehen die mit so einem Hotel um? Schlafen die dort, essen die dort auch? Kann man nicht für mich so ein Käsezimmer machen? Ja, genau, da wäre ich auch dabei. Das überlassen wir anderen, bei mir ist alles wurscht. Bei dir ist alles wurscht. Dann freuen wir uns doch. Also, meine Damen und Herren, einen Riesenapplaus für Klaus Böbel. Unser Bratwurst-Hotelbesitzer. Dankeschön, Isabel Varell, Bernhard Brink, Stefan Hertel. Wir sehen uns später. Also für mich bist du ein ganz großer Held, Marlo. So, es gibt ja Ehepaare auf der ganzen Welt. Mein Gott, da hängt einmal der Haussegen schief. Wie lange sind Sie schon verheiratet? 48 Jahre. 48 Jahre, ich verneige mich. 48 Jahre. Aber trotz alledem, wie gesagt, da kann einmal der Haussegen schief hängen. Bei unseren nächsten Gästen, da ist es so, die sind einfach ein Herz und eine Seele, die sprechen eine Sprache, die brauchen sich nur in die Augen schauen und sie wissen, was der andere nur denkt. Na? Wenn man denkt, richtig denkt, da bin ich jetzt mal gespannt, was da heute wieder rauskommt. Also, herzlich willkommen, Alois und Elsbeth Gscheidle. Mensch, Alois, ich will das nicht, so ein Blödsinn. Im Mai als Sternsinger umeinander laufen. Das ist kein Blödsinn, das ist halt Nachsaison. Wir können nicht jeden Termin auf den 6. Januar legen. Und in der Maske war ich auch noch nicht. Ja, und ich brauche sie nicht. Weißt du, wo der Herrgott den Adam gemacht hat und hat ihn dann so angeguckt und hat für sich resümiert, boah, also ich muss mich schon selbst loben. Diese wunderbare Form des Körpers, diese stimmigen Proportionen, diese Ästhetik. Der Mann ist ein perfektes Werk. Sag mal, hast du dich morgens schon mal im Spiegel angeschaut? Du, da bin ich so schnell vorbei. Das glaube ich. Da musst du dich mal anschauen. Seit wir zwei verheiratet sind, ist von deiner Ästhetik und von deiner Proportion nicht mehr viel übrig. Das Geld trägt halt auf. Du siehst aus wie ein zusammengelaufener Limburger. Mann! Ich habe eine Figur wie 80 Kilo Dynamit. Ha, ja, klar. Jawohl, reinste Muskelmasse. 80 Kilo Dynamit. Mei, Alois, 80 Kilo Dynamit. Jawohl. Ist halt schade, dass die Zündschnur viel zu kurz ist. 80 Kilo Dynamit. Mann. Das weiß meine Frau gar nicht, aber ich habe ein ausgefallenes Sexleben. Montags. Ausgefallen. Dienstags. Ausgefallen. Und warum wohl? Ja, warum wohl? Ha, ihr Männer sind wie wei. Erst wenn wir Frauen eine Weile daheim haben, dann merken wir, was wir für eine Flasche rausgesucht haben. Mann, aber jetzt guckst du mal den an. Boah! Das ist eine Proportion. Das ist Ästhetik. Der soll schöner sein wie ich? Ja. Das ist keine Proportion, das ist eine Portion. Wow! Da fragst du mal seine Frau, ob er was mit in die Ehe gebracht hat, so wie ich. Einen Bauplatz und 2 Äcker habe ich mit in die Ehe gebracht. Da bin ich gespannt, ob der auch einen Bauplatz und 2 Äcker mit in die Ehe gebracht hat. Wie oft ich das schon höre, hab mich so was der mitgebracht hat. Ja, jetzt fragst du mal, die daneben wird sein. Jetzt frag doch, einen Bauplatz und 2 Äcker. Ja, ich frag, ist ja kein Problem. Ja, frag doch, wieso fragst du denn nicht? Ich komm ja gar nicht dazwischen. Wieso, die sprechen doch gar nichts miteinander. Ja, die nicht, aber du. Leute, haben ihr schon mal in eine laufende Nähmaschine in Faden eingefädelt? Wie bin ich? Ich war doch, bis du fragst. Ja, ich frag ja. Hört ihr zwei zusammen? Und, hat er auch was in die Ehe mitgebracht? Sich, er ja, hat auch was denn? Mitgebracht. Ha? Ein Bauplatz und 2 Äcker bestimmt nicht. Wenn er ist ein kleiner Bauplatz, da kannst du ein Vogelhäusle drauf bauen. Ich hab ja gleich gesagt, ein schönes Gesicht, aber nichts im Hosensack. Komm. Alois. Und bloß, dass das jetzt mal klar ist. Ich hab auch was in die Ehe mitgebracht. Ja, ich weiß. Deine Mutter. Dankeschön. Dankeschön. Meine Damen und Herren, einen Riesenapplaus für Alois und Elsbeth Gscheidle.
Meine Damen und Herren, Sie wissen ja, der Musikgeschmack ändert sich im Laufe der Zeit und Sänger kommen und gehen und die Generationen wachsen ja nach und wollen teilweise dann logischerweise, weil sich die Generationen ändern, andere Musik hören wie die Eltern. Da ist es schwer, über längere Zeit populär zu bleiben. Wissen Sie, wie lange die Karriere unseres nächsten Gastes eigentlich schon dauert? Über Generationen. Was schätzen Sie zu Hause? Na gut, Sie wissen nicht, wen ich meine, aber ich darf das schon mal vorwegnehmen. Über 65 Jahre steht mein kommender Gast, mein nächster Mann auf der Bühne. Im März ist er 80 Jahre alt geworden. Am 1. Oktober feiert er goldene Hochzeit mit seiner Frau Ingrid. Also ein Jubiläum jagt das nächste. Und im Oktober geht er auf seine fünfte Abschiedstournee mit seiner aktuellen CD »Schön war die Zeit«. Ich bedanke mich für wunderbare Lieder. Wir alle können uns verneigen, können den Hut ziehen vor einem großen Künstler. Generationen über Generationen. Und er präsentiert uns jetzt ein ganz, ganz großes Hitmedley. Und wir wünschen dir im Oktober und November ganz, ganz viel Erfolg auf deiner großartigen Tournee. Und wir wollen noch weitere 10 Abschiedstourneen von ihm. Meine Damen und Herren, einen Riesenapplaus für Ihren, unseren Peter Kraus. Junge Leute brauchen Liebe, ohne Liebe kann doch keiner leben. Nicht erst heute ist das so, das war so, auch schon vor 100 Jahren. Junge Leute brauchen Liebe, und solange es die Liebe gibt, bleib ich noch 1000 Tage, 1000 Mal in dich verliebt. Siebenmal in der Woche möchte ich ausgehen, siebenmal möchte ich glücklich sein mit dir. Siebenmal, siebenmal, das ist meine Lieblingszahl. Siebenmal klopf ich dann an deine Tür. Siebenmal frag ich, gehst du mit mir tanzen? Siebenmal sagst du ja, denn du bist süß. Siebenmal, siebenmal, das ist meine Lieblingszahl. Siebenmal sind wir dann im Paradies. Bei Tag und Nacht denk ich an dich, Marina, du kleine, zauberhafte Ballerina. Oh, wärst du Mann, du süße Karamia, aber du gehst ganz kalt an mir vorbei. Marina, 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 dein Schick und dein Charme, der gefällt. Marina, 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 du bist ja die schönste der Welt. Wunderbares Mädchen, bald sind wir ein Pärchen, komm, lass mich nie alleine. Oh no, 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 no. Denn ohne mich geht die Mimi nie ins Bett, nie ins Bett, nie ins Bett. Ohne Krimi tut's die Mimi leider nicht. Und es brennt die ganze Nacht das Licht. Ich kann nicht schlafen, denn die Mimi muss lesen. Die nächste Leiche warte ich gar nicht erst ab und schleiche aus dem Bett. Rote Lippen soll man küssen, denn zum Küssen sind sie da. Rote Lippen sind die Himmel, ja, so nah. Ich habe dich gesehen und ich hab mir gedacht, so rote Lippen soll man küssen, Tag und Nacht. Rote Lippen soll man küssen, ja, denn zu küssen sind sie da. Rote Lippen sind dem siebten Himmel, ja, so nah. Ich habe dich gesehen und ich hab mir gedacht, so rote Lippen soll man küssen, Tag und Nacht.
Zeit. Schön ist die Zeit immer noch. Vielen, vielen herzlichen Dank an den großartigen Künstler Peter Kraus, meine Damen und Herren. So, wir kommen jetzt zu einem... Wart. Meine Mama schimpft sonst, wenn es im Wohnzimmer so laut ist, weißt du, zu Hause, ja? Pass auf, also, trotz alledem, was mich jetzt interessiert... Warte mal, Chef. Ah, das ist schön. Ist das schön? Jetzt ist schön ruhig. Nämlich, mich interessiert das Thema Hochzeit. Sie heiraten? Ja. Warte mal, Chef, bleib sitzen, bleib sitzen. Wann heiraten Sie denn? In 2 Wochen. In 2 Wochen. So, aber gibt's denn wen in der immer wieder Sonntagsarena, der schon länger verheiratet ist als 2 Wochen, 3 Wochen? Wie lange sind Sie schon verheiratet? 40. 40 Jahre, ja. Seit 40 Jahren. Haben Sie da zum Beispiel, ja, haben Sie da zum Beispiel noch Ihren Brautanzug, also sprich einen Hochzeitsanzug? Nee, der war zu klein. Haben Sie das Hochzeitskleid Nein. noch? Nein. Warum denn nicht mehr? Weiß nicht. Ihr wolltet ja bloß einmal heiraten. Ach so, ihr wolltet nur einmal heiraten. Ja, natürlich. Ja. Aber ich darf jetzt einen Gast begrüßen, die schon seit 20 Jahren, sprich, sie hat diesen Beruf 20 Jahre lang ausgeführt, Standesbeamtin. Und ich denke, in dieser Zeit hat sie einiges erlebt, denn es geht jetzt über das große Thema Heiraten und sie hat ihren Mann mitgebracht. Herzlich willkommen, die Cosima und der Günther. Das ist euer Applaus. Hallo. Einen wunderschönen guten Morgen. Servus. So. Also, 20 Jahre warst du Standesbeamtin in Lüneburg. So ist es. Also da hat man doch bestimmt eine Menge erlebt. Wie viel Brautpaare hast du getraut? Also ich habe mal grob überschlagen, das dürfen so 3.000 bis 4.000 Paare gewesen sein. Wow. Ja, also plus schätze ich mal auch. Kann durchaus sein. Ja. Gibt es denn eine Trauung, wo Sie sagen, Mensch, von diesen 5.000 oder 6.000, nehmen wir mal die Zahl 5.000, die ist super. Hört sich gut an, Hört sich super an. Wo Sie sagen, Mensch, das war so toll oder Gottes Willen, die war so schrecklich, die Trauung. Bleibt da eine in Erinnerung, wo Sie sagen, also das war ganz was Besonderes? Also die grottigste Trauung, das war tatsächlich die, wo der Bräutigam nicht erschienen ist. Sowas gibt es? Ja, das gibt es. Die Braut stand in voller Montur, in Weiß, mit allem, was dazugehört, vor der Tür und der Bräutigam kam nicht. Kam der dann irgendwann oder nie der wieder? Der kam nie wieder. Nie wieder kam Nein. der? Der Bräutigam, der sich nicht traut. So ist es. Dem habe ich noch hinterher telefoniert, aber er legte keinen Wert mehr drauf. So, wie habt ihr beide euch kennengelernt? Günther? Naja, das war in sehr, sehr jungen Jahren. Ja. Die Cosima war 16 und ich 18. Ja. Das war schön. Da strahlt er, da strahlt er. So, die Geschichte geht ja noch ein wenig weiter. Leider hat die Zeit uns ein wenig auseinandergetrieben. Wir waren ja beide noch in der Ausbildung und man hatte Zukunftspläne und diese Pläne stimmten nicht überein. Und so sind wir dann nach 9 Jahren auseinandergegangen, haben nicht geheiratet. Also Sie haben in Lüneburg, war da ja beide, Sie sind dann wohin gezogen, ich Günther? Ich bin nach Hannover gegangen als Ingenieur in die Chemie und Cosima ist in Lüneburg in der Stadtverwaltung geblieben. Ach so. Aber Sie haben dann, wenn Sie sagen, wir sind dann auseinandergegangen, also haben Sie ja dann eine neue Familie gegründet, sprich eine Familie gegründet und Sie ja auch, Günther. Wie ging das dann weiter, diese Geschichte? Also wenn Sie sagen, ich muss ein Leben weiterführen, haben Sie dann ab und zu auch mal an den Günther, an die große Jugendliebe gedacht oder wie ging das dann weiter? Also ich glaube, das ist ganz normal, wenn man in der Jugend die erste Liebe erlebt und 9 Jahre zusammen war, dass man immer mal wieder an den ersten Partner zurückdenkt, auch wenn man verheiratet ist. Ja. Allerdings Kontakt hatten wir tatsächlich nicht gehabt. Es blieb immer, was macht er wohl, wie geht's ihm, ist er gesund, hat er Familie, aber das blieb ein Rätsel. So, dann kam, stelle ich mir vor, der Günther ist dann irgendwann mal mit einem Blumenstrauß vor der Tür gestanden in Lüneburg und hat gesagt, Cosima, ich möchte dich wieder haben. Oder wie ging das dann weiter, die Geschichte? Nicht. Weil irgendwann müsst ihr euch ja wieder kennengelernt haben. Ja, kennengelernt ist schön. Nein, wir haben unser Leben parallel geliebt, haben wunderbare Familien, Kinder. Ja. Aber irgendwann kam der Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, du müsstest mal wieder Kontakt aufnehmen. Okay. Ist ja nicht so leicht heute,
Also heute ist es sehr leicht, aber da war es noch nicht ganz so leicht. Ich habe recherchieren müssen, wie kriege ich denn jetzt Kontakt zu ihr. Ja. Aber in der Stadtverwaltung ist sie ganz sicher noch. Ja. Dann habe ich eine E-Mail hingeschrieben. Eine E-Mail an die Stadtverwaltung geschrieben. Sehr romantisch. Ja, sehr romantisch. Hi, Cosima, öffnen wir uns. So ist er halt. Romantiker durch und durch. Durch und durch. Ingenieur halt. Ingenieur. Ja. Aber gut, jetzt bis dahin. Und dann haben Sie wieder geheiratet. Wann? Ja, dann haben wir uns erstmal getroffen. Ja. Mit einem richtig großen Wow-Effekt. Warum Wow? War sie noch schöner wie vorher? Ja. Früher war ich sein Schneeflöckchen, jetzt bin ich das Hagelkorn. Schneeflöckchen ist das Hagelkorn, ja, wunderbar. Nicht ganz so. Aber es stand so viel mehr vor mir, als ich Aber wie lange sind Sie denn jetzt verheiratet? Wir haben vor 2 Jahren geheiratet. Jetzt hat's geklappt. Jetzt hat's geklappt. Jetzt hat's geklappt. Also, ich denke, warte mal ein bisschen Ruhe nochmal hier in der Arena, weil ich muss mich da so schön reindenken, so romantisch reindenken in die ganze Situation. Also ich glaube, Sie sind, ja gut, Günther, Sie sind Ingenieur, aber in Ihnen steckt doch ein ganz weicher Kern. Sie sind bestimmt ein sehr romantischer Typ, Günther, oder? Versteckt romantisch, ja. Also ich denke, ich muss jetzt mal die Maske fallen lassen. Ja. Warum ja? Nein. Kann ja nicht schaden, ne? Nein, eine ganz besondere Wahrheit. Ja. Weil das, was wir mit Ihnen vorgestern geprobt haben, aha, das hat mit der Sache eigentlich schon zu tun, aber der Weg geht jetzt in eine andere Richtung. Aber jetzt müssen wir nicht zum Scheidungsanwalt oder so. Nein! Okay. Nein, der Günther ist so romantisch, dass er gemeint hat, ich möchte meinen lieben Cosima, möchte ich was ganz Besonderes sagen vor ganz, ganz vielen Leuten. Dass er heute das bei immer wieder sonntags macht, ist natürlich ganz, ganz groß. Lieber Günther, was hast du deiner Cosima zu sagen? Sind die Blumen für Sie? Ja, die Blumen, natürlich. Liebes bisschen. Oh. Bis jetzt war ich aufgeregt, aber jetzt... Ja, mein Schatz, ich möchte dir Danke sagen. Danke für die Zeit mit dir. In der Jugend und heute. Du bist die perfekte Ergänzung für mich. Danke für das Erwachen am Morgen mit dir. Der Tag könnte nicht schöner beginnen. Danke für die Tage, die wir gemeinsam erleben. Ich hoffe, es werden noch unendlich viele. Danke für dein Lächeln, deine Wärme, deine Liebe. Ich bin sehr glücklich mit dir. Mein Schatz, danke, dass es dich für mich gibt. Ich liebe dich. Wow, das war aber ganz großes immer wieder Sonntagskino. Schön, oder? Ich brauchst jetzt nichts sagen, brauchst nichts sagen. Denn jetzt kommt jetzt eine Künstlerin zu euch, also zu uns, die singt jetzt extra für euch. Nur für euch. Genießt es, genießt diese Zeit noch in der wunderbaren immer wieder Sonntagsarena mit einer ganz besonderen Künstlerin auch. Sie singt jetzt für uns, speziell für euch. Als wäre ich wieder 14. Hört genau auf den Text. Für eine wunderbare Kollegin, herzlich willkommen für Sie, Isabel Varell. Danke, Günther. Danke, Kussi. Ist das ein Film oder Realität? Hat die Uhr sich rückwärts gedreht? Seinem Blick kann ich kaum widerstehen. Werde rot, als wäre ich ein Kind. Mein Herz scheint zu brennen, wenn er vor mir steht. Als wär ich wieder 14. Ich fühle thank you.
weiche Knie, den Magen voll Zement. Kann nicht mehr warten, bis ich ihn wieder sehe. Als wär ich wieder 14. Ich fühle mich, als wär ich wieder 14. Hand in Hand bis zum Mond und zurück. Haut an Haut, als gäbe es nichts als Glück. Es gibt wirklich nichts, was es nicht gibt. Es gibt Wunder, die der Himmel uns schickt. Eine Stunde, ein Leben, ein Jahr. Irgendwann ist alles mal vorbei. Dann will ich sagen, ich hab alles gewahrt. Und für viele Zuschauer, als wäre ich wieder 14. Ein klasse Titel, weiterhin alles, alles Gute. Bis zum nächsten Mal, Isabel Varell. Ich möchte Ihnen unseren nächsten Künstler ansagen und es ist mir eine ganz, ganz besondere Ehre, diesen präsentieren zu dürfen. Und was meinen Sie hier? Ich hätte eine Lieferung für einen Willi. Wohnt er hier? Was für Lieferung? Was haben denn Sie hier dabei? Warte mal, bleib mal ganz unruhig. Was? Auftragsbestätigung, Paketzustellung, Willi. Für unseren Holzwurm Willi? Ja, so steht's drauf. Aha, okay, was? Und das hat er bestellt? Ja, ich denke schon. Okay, kommen Sie mal bitte mit. So, Willi. Hä? Das ist alles vollgestellt mit Paketen? Sag mal, was hat. Können Sie es bitte hier herstellen? Ja, wunderbar. Ich muss einmal ein ernstes Wörtchen hier reden mit unserem Willi hier. Was hat denn der hier? Das gibt's ja nicht. Auftragsbestätigung? Willi? Ja, ist was? Ja, da sind ein paar Pakete bestellt worden. Ja! Für Holzwurm Willi. Also ich meine all diese Pakete hier. Ja, ja. Also ich meine, es sieht ja so aus, als wäre das hier mit mir in dieser Arena eine längerfristige Angelegenheit. Naja, also pass mal auf, hier rennt vollbeladen ein Paketservice durch und sag bitte nicht, dass dir die ganzen Pakete hier gehören. Hast du das alles bestellt? Naja, schon. Naja, wenn ich doch jetzt hier schon sesshaft werde, dann will ich es mir auch ein bisschen schön machen. Naja, also zum Beispiel da. Ja, da eine, wo haben wir es denn? Da, hier oben. Ja, da genau, zum Beispiel da diese wunderschöne, wunderschöne Leuchte. Ja, aber für was brauchst denn du so eine riesen Stehlampe? Naja, wenn es abends dunkel wird, dann hätte ich es eben auch ein bisschen gemütlich. Naja, gut, sie ist etwas groß ausgefallen. Ja. Was für ein Unglück. Ja, was hast denn noch alles bestellt? Ja, da zum Beispiel eine Duschbrause. Aber warte mal, Duschbrause. Ja, Holzwürmer. Für was brauchst denn du so eine riesen Duschbrause? Naja, Holzschirmer, die sind doch sehr reinlich und duschen sich regelmäßig die Sägespäne weg. Naja, natürlich. Ja, oder hier, ein Wecker zum Einwecken, ich meine zum Aufwecken. Ein Willi-Wecker. Ja, und dann, ganz wichtig, das ist eine Wurmkur. Eine Art Fitnessgetränk. Eine absolute Wurmkur. Ja, und dann alles, was man braucht. Ein Geschirr zum Beispiel. Als wenn Besuch kommt. Ja, natürlich. Eine Zimmerpflanze, ein Zeitschriftenabo von
Die Holzwoche. Gedruckt aus holzfreiem Papier. Du liest Zeitung, die ja. Holzwoche? Ja. Die Schrankwand, die kommt allerdings morgen und die Küche erst im Herbst. Aber das ist ja im Winter nicht mehr so wichtig, da wohne ich ja bei dir. Haben wir uns jetzt richtig verstanden? Du willst im Winter bei mir einziehen? Du ja. Willst. Naja, im nächsten Winter ziehe ich zu dir. Naja, einerseits haben wir uns doch jetzt schon so aneinander gewöhnt. Und andererseits, ich werde nicht noch ein Winter lang schlafend hier unter der Bühne verbringen. Einmal reicht. Stinkelangweilig war das. Das war auch total kalt. Ja, aber du hast mich doch nicht einmal gefragt. Da muss man doch mal drüber reden. Na ja. Also Willi, aber so geht es nicht. Du bist doch ein berühmter Moderator. So ja. Mit einer Villa ja, und einem Schwimmbad ja, natürlich. Und acht Badezimmern. Ja. Da willst du mir doch nicht sagen, dass da nicht noch Platz ist für einen kleinen, einsamen, netten Holzwurm wie mich? Also Willi, pass mal auf. Also wenn du im Winter, ja, oh. wenn du im Winter bei mir einziehen willst, also das sind ja noch ein paar Monate hin, ne? Aber da können wir schon mal irgendwann drüber reden, aber wie kannst du dir denn das alles leisten? Das kostet dir alles einen Haufen Geld. Ha, aber ich habe immer schön gespart. Aha. Ich bin sehr sparsam, denn ich bin ein Schwotte. Was ist denn ein Schwotte? Nein, Schwotte eben. Meine Mutter ist eine Schwäbin und mein Vater ist Schotte. So, tschüss. Es ist, also ich hätte gesagt, das ist ein Vogel, aber es ist ein Holzwurm. Einen Riesenapplaus für unseren Holzwurm Willi. Es ist, oh nee. Also ich glaube, da brauchen wir ein bisschen Nerven. Jetzt kommen wir zu einem Stammgast von Immer wieder Sonntags und ich freue mich, dass er mich nächstes Jahr begleitet auf unserer Immer wieder Sonntagstournee 2020. Seine Liste mit Hits ist ganz, ganz lang. Seine Karriere begann ja 1974 und dadurch wurde seine Hitliste von Jahr zu Jahr länger. Mein Herz schaut mich fragend an, das ist sein neuer Titel. Herzlich willkommen in der Immer wieder Sonntagsarena, der Löwe des Schlagers. Hier ist Bernhard Brink. Allein nur ich und du, was hast du nur aus mir gemacht? Der Platz an meiner Seite ist besetzt. Doch ich hab deine wilden Lippen unterschätzt. Mein Herz schaut mich frei. Mein Kopf verliert irgendwann. Denn das dazwischen aus der Bahn. Du hast den Mann in mir geweckt. Wenn ich dir sag, dass ich dich lieb, bist du längst schon wieder weg. Der Platz an deiner Seite ist besetzt. Doch ich hab deine tiefen Blicke unterschätzt. Mein Herz schaut mich frei. Zwischendrin, das zieht mich zu dir hin.
Land der Löwe des deutschen Schlagers. Meine Damen und Herren, einen riesen Applaus für Ihren, unseren Bernhard Brink. Und vielen herzlichen Dank an unser Europapark-Ballett an dieser Stelle. Eine wunderbare Choreografie. Vielen, vielen herzlichen Dank. So, wir haben ja unseren, ja, kann man sagen, Stadtoberhaupt von Rossleben mit dem Dartpfeil schießen lassen. Und er hat die Stadt bzw. die Gemeinde, den Landkreis Schmalkalden, Meiningen in Thüringen per Dartpfeil erschossen, kann man das sagen? Nee, geworfen. Hört sich, glaube ich, besser an. Geworfen. Nämlich die Stadt Zellamelis. Knapp 11.000 Einwohner, bekannt für Büchsenmacher, Handwerk und feinmechanische Erzeugnisse wie Schreibmaschinen, eisenverarbeitendes Handwerk, Herstellung von Glas und so weiter und so fort. Mittendrin im wunderschönen Thüringer Wald, und ich bin mal sehr, sehr gespannt, ob vielleicht das Telefon klingelt und wir vielleicht einen Ureinwohner von Zellamelis am Telefon haben. Wir sind live verbunden mit der Sendung Immer wieder Sonntags. Habertäre, hier ist der Stefan Ross. Wen haben wir denn in der Leitung? Ja, hallo, hier ist der André Schädler aus Zellamelis. Einen wunderschönen guten Vormittag. Das ist schon mal gut. Dein Applaus, der André. So, was hat denn der André in Zellamelis? Was darf denn der da so alles machen? Was macht er denn beruflich? Also, ich arbeite als Trainer bei uns im hiesigen Ringerverein. Und bin nebenbei doch der Geschäftsführer dort. Ach so, und Sie haben zufällig Immer wieder Sonntags gesehen und haben den Aufruf gehört. Genau. So, was gibt's denn noch so Besonderes in Zellamelis? Weil wir wollen ja nächste Woche hier bei Immer wieder Sonntags Zellamelis ganz, ganz groß machen und präsentieren. Eine wunderbare, Ihre Heimat in dem Fall. Haben Sie irgendwelche Traditionen außer dem Ringen? Also da gibt's dann wahrscheinlich einen großen Sportverband, aber ich sage mal eine besondere Blaskapelle. Gibt's denn sowas bei euch? Also Musik, sage ich mal, haben wir sicherlich einiges, aber natürlich hat Zellamelis touristisch unwahrscheinlich viel zu bieten. Ja. Wir haben Thürings Touristenattraktion Nummer 1, das Meereskunde oder Meeresaquarium bei uns. Ja, das können wir nicht mitnehmen, das Meeresaquarium. Ach, das ist mir zu nass hier in der Arena. Ja. Zumindest den Goldfisch vielleicht. Aber Gibt's zum Beispiel eine ganz wunderbare Tradition, wie wir haben ja heute gesehen, die Bergwerksleute. Sowas gibt's bei euch natürlich nicht so, aber gibt's denn irgendwelche weiteren Traditionen, die dort sehr gepflegt werden? Also wir haben die Hirtenbläser. Hirtenbläser? Jawohl. Ja. Wir haben eine Musikgruppe, die Thüringer Spielleute, Siehste? Die auch eben auf sehr alttraditionelle Art und Weise Musik machen. Ja. Und der Herr Bürgermeister, was macht denn der so? Kommt der auch mit? Ich denke mal, ich hoffe es. Also, dann klingeln Sie alles wach heute noch, werter André, und sagen, wir sind eingeladen mit unserer Gemeinde Zellamelis am nächsten Sonntag bei Immer wieder Sonntags, und ich freue mich, wenn ich Ihnen die Hand schütteln darf. Also, liebe Grüße nach Thüringen, liebe Grüße nach Zellamelis. André, wir sehen uns in der nächsten Sendung. Alles Gute, Servus. Danke. Danke. So, dir gehört mein Herz, meine Damen und Herren. Es geht musikalisch weiter mit Stefanie Hertel und ihre Dirndl Rock Band. Bitteschön. Ein süßer Typ dort am Segelboot. Er lacht mich an und ich werd gleich rot. Gefühle treiben wie Bälle durchs Leben. Mit dem Herz-Tattoo, er läuft vorbei und er winkt mir zu. Und ein süßes Spiel. Flüstert mir ein Italiano.
Strand, an einem Märchenstrand auf Monde. Ich sag's euch, die sind nicht ohne. Er fühlt sich wie ein King mit seinem Bier. Mein König liegt doch längst schon neben mir. Dir, dir gehört mein Herz, wenn du mit mir lachst und mich glücklich machst. Nur dir gehört mein Herz, jeder Atemzug. Mir lachst und mich glücklich machst, nur dir gehört mein Herz. Jeder Atemzug. Herzlichen Dank. So, wir haben hier Familie Neisels auf der Bühne aus Bitburg und der Sohnemann, der große Meister, hat uns diese Woche angerufen, unsere werte Redaktion. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch immer diese wunderbare Mühe macht für unser Umstyling. Er hat gemeint, meine Mama hätte es mal verdient, sie tut so viel für die Familie, sie ist für die Oma da, sie ist beruflich sehr eingespannt, sie ist so eine fleißige Maus und sie ist die beste Mama dieser Welt, aber sie denkt nie so richtig an sich. Also, Umstyling ist gefragt bei Immer wieder Sonntags. Wenn Sie auch meinen, das hätte eigentlich meine Oma, meine Mama auch mal verdient, dann schreiben Sie uns mail@immerwiedersonntags.com und Sie sind vielleicht schon in den nächsten Sendungen hier bei Immer wieder Sonntags zu Gast. So, also, Familie Neisels, ja. Ihr seid gespannt auf die Mama? Ganz gespannt. Ich hoffe, ihr habt viel aus ihr rausgeholt. Ja, das, ich hab... Gott, wie sich das anhört. Sie ist noch schöner geworden. Noch schöner ist sie geworden. So hat sie nämlich um 10.17 Uhr hier auf der Bühne von Immer wieder Sonntags ausgesehen. Und so schaut sie jetzt in der Gegenwart um 11.50 Uhr aus. Herzlich willkommen mit neuem Styling, unsere Elke. Ja, Wahnsinn! Da gibt's einen riesen Applaus! Die Mama, Elke, komm mal her. Schau mal, so haben wir noch vor einer Stunde ausgeschaut, ne? Also sagen wir mal, du musst dich ja nicht, dass wir hier blöd quatschen oder sonst irgendwas und du sagst, nee, ich fühle mich eigentlich so am wohlsten mit Jeans und Turnschuhen. Ich mich auch, muss ich ehrlich sagen. Aber wie fühlst du dich denn? Ich fühle mich jetzt richtig gut. Was gefällt dir jetzt am meisten? Dass du sagst, ich habe mich jetzt mal verwöhnen dürfen, lassen hinter der Bühne, ein bisschen Puder ins genau. Gesicht. Genau, das ganze Umstyle hat mir gut gefallen. Ja? Ja. Waren sie alle lieb zu dir? Alle, super, nett. Ja? Ja, war toll. War richtig schön. Ist es jetzt auch so, wenn du die Chance hättest, dich selber nochmal umstylen zu lassen, wäre das so dein Stil auch für die Kleidung und so? Ja, wäre wirklich mein Stil. Also du gefällst dir richtig gut? Ich gefall mir gut, ja. Dann denke ich doch ganz gewaltig, dass das heute eine absolute Geburtstagsfeier wird heute Abend. Ne? Schau mal, das ist dein Mann, den nehmen wir nochmal mit dazu. Nimm deine Elke nochmal in den Arm hier, schau mal an, ihr beide. Der kennt seine Elke gar nicht mehr. Ist das herrlich. Meine Damen und Herren, einen riesen Applaus für Familie Neisels. Vielen herzlichen Dank an das Franschek-Team für diese wunderbare Arbeit. Wir kommen so immer wieder sonntags zu einer neuen Kategorie.
Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass Ihnen das ganz, ganz sehr gefallen wird. Oldies but Goldies. Wir haben das erstmalig so immer wieder sonntags ins Leben gerufen, damit Sie sich eigentlich wieder ein bisschen zurückversetzen können in die Jugendzeit. Lieder, die man eigentlich gar nicht mehr so oft hört, die aber unser Leben irgendwo immer geprägt haben. Ich habe schon angekündigt auf Facebook, dass wir einen ganz besonderen Gast bei immer wieder sonntags zu Gast haben und ich fühle mich sehr, sehr geehrt. Kennen Sie eigentlich noch diese wunderbaren Lieder, Pretty Belinda oder Yesterday Man? Das kennen Sie alle noch. Ich denke, in dieser Kategorie darf auch mal in einer anderen Sprache gesungen werden. Meine Damen und Herren, absolute Weltpremiere in der Geschichte von immer wieder sonntags. Jetzt wird es stimmungsvoll. Tanzen Sie mit, jubeln Sie. Lehnen Sie sich ein bisschen zurück. Ja, genau Sie meine ich da. Lehnen Sie sich zurück, die Dame, der Herr, und genießen Sie diesen Auftritt von Chris Andrews. Kategorie bei immer wieder sonntags und ich denke, eine sehr, sehr schöne. Vielen, vielen herzlichen Dank. Stimmung pur. So, hier haben wir auf der Bühne stehen unseren Jan Rendels und den Jan Schrödel. Für unsere Sommerhitparade, die dürfen wir bei dieser aller Stimmung natürlich nicht vergessen. Es ist wichtig, für Nachwuchs zu sorgen, hier in unserem wunderbaren Unterhaltungsland Deutschland. Und hier ist Ihr Ergebnis.
So, die Prozente kommen rein. Nächste Woche mit dabei Nick P., D'Artagnan, Marc Pircher und die einzigartige Frau Weber. Ich freue mich sehr. 45% zu 55%. Das ist ganz, ganz knapp. Welcher Jan hat gewonnen? Sind wir sehr, sehr gespannt. Wir halten noch ein bisschen die Spannung. Also ich könnte mich nicht entscheiden zwischen dem Diamant oder dieser Sommer wird der absolute Hit. Geht's pumperl oder was? Zeig mal. Ich glaube, da ist gar keine mehr drinnen. So. Für die Sommerhitparade. Sie haben ganz, ganz fleißig angerufen, werte Zuschauer zu Hause. Vielen, vielen herzlichen Dank. Viel, viel mehr. Jan Schmödel! Dieser Sommer wird's der Hit. Vielen herzlichen Dank für deinen Besuch. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute, noch einen restlichen schönen Sonntag und ich verbleibe als euer Stefan Ross. Alles Gute, habe die Ehre, Servus! Gerne sitze ich am Strand, durch die Hände dieser Sand. Ich hab Lust auf einen Flirt, an so einem schönen Tag ist da nichts verkehrt. Überall, wohin ich schau, eine super sexy Frau. Aber ich seh nur noch dich. Geh hin zu dir und frag, glaubst du daran, wie ich?